Als meine Frau mich verlassen hat, habe ich nicht damit gerechnet, dass ich depressiv werde. Dann ging es auch noch mit meiner Firma bergab. Oh, schrecklich. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten. Ich hätte fast meine ganzen Aktien verkauft und alles hingeschmissen. Danke, Brigitte, das reicht. Also habe ich das mit der Liebe sein lassen. Dann habe ich sie gesehen. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann ist das ein Geschäftsmann. Mit Krawatte, Chauffeur und Sekretärin. Ich sehe den Typ direkt vor mir. Hässlich, ziemlich dick. Dick bestimmt nicht. Er ist nicht übel, aber wenn er nicht verheiratet ist, heißt das, da gibt's einen Haken. Du spinnst doch total. Ich sag euch was, so schön sie ist, aber wenn sie nicht verheiratet ist, heißt das, da gibt's einen Haken. Was macht sie? Sie ist Künstlerin. Ah, Künstlerin. Kann sie einen blasen? Rashid. Also habe ich meinen Sicherheitsmann auf sie angesetzt. Ich wollte alles über sie wissen. Alles. Oh, sie geht zu einem Therapeuten. Na und? Sie sagt ihm nichts. Ist das ein gutes Zeichen? Was weiß ich? Ein echter Profi, Mikrokamerabeschattung. Ich habe sogar ihre Röntgenbilder vom Zahnarzt. Hier sind sie. Nein, kein Bedarf. Das ist sonderbar. Ich habe ihn angelächelt und hatte das Gefühl, er starrt meine Zähne an. Küss mich. Hallo Roland, wir hören auf. Alles, was ich wissen wollte, habe ich heute Nacht erfahren. Durch Mittel, die nicht in Ihre Zuständigkeit fallen, falls Sie verstehen. So einigermaßen. Ich stell's mir gerade vor. Nein, bloß nicht. Holen Sie die Kamera aus Ihrer Wohnung. Ich will nichts rumliegen sehen. Was ist das? Eine Kamera. Hast du kein passendes Mikro? Was soll ich tun? Soll ich meine Aktien verkaufen? Keine Anrufe mehr, keine Besuche mehr, nichts mehr. Ihr müsst mich verstehen. Ich glaube, ich liebe Sie.